So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, wir haben Ni no Kuni gespielt letzte Woche. Ich sage deswegen wir, weil ich heute nicht alleine bin. Ich habe mir noch niemanden eingeladen. Wir haben das Spiel gespielt und ich möchte euch heute ein paar kleine Eckpunkte zu dem PS3-Spiel erzählen. Und zwar fange ich beim ersten Mal bei der Story an. Und die Story wird euch jetzt mal kurz ein bisschen die Anne erzählen. Okay, also zur Story. Das Spiel handelt von einem kleinen Jungen, dem seine Mama leider stirbt. Und nach dem Tod seiner Mama entdeckt er, dass sich sein Teddybär, sein Kuscheltier, dass es lebendig wird. Und das Kuscheltier überredet ihn im Endeffekt dazu, mit ihm in eine Parallelwelt zu gehen, wo er auch seine Mama wieder retten könnte. Das ist eigentlich jetzt so der grobe Überblick dazu, genau. Ja, und zwar grundsätzlich gibt es in Ni no Kuni verschiedene Charaktere. Die Charaktere sind natürlich einerseits in der realen Welt, das heißt, ihr bewegt euch in dem Spiel einerseits in der realen Welt, andererseits in der Traumwelt, so wie es man eigentlich nennen kann. Man kommt in die Traumwelt mit Zauberei, das heißt, man kann so ähnlich wie bei Harry Potter ein bisschen zaubern, hat dazu auch einen Zauberstab. Und das Kuscheltier, das Anne vorhin erwähnt hat, ist so ein, nennt sich selber, glaube ich, Tröpfchen. Und ist eine Fee, glaube ich, oder irgendwie sowas, ne? Und ja, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, die Charaktere machen einen guten Eindruck. Oliver heißt der Hauptcharakter und Tröpfchen, wie gesagt, sein Begleiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Synchronisation des Ganzen macht einen sehr, sehr guten Eindruck, weil man ganz ehrlich eine Vermittlung hat des Charakters und man hat nicht irgendwie so den 0815 Charakter, wo man dahinter steht und sagt, naja, das kaufe ich dem jetzt irgendwie nicht ab. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon sehr, sehr cool gemacht und ich finde, es kam auch sehr realistisch rüber. Als nächstes habe ich mir so gedacht, ich erzähle ein bisschen was mit Anne zusammen über die Grafik. Was war so das, was dich so ein bisschen begeistert hatte an der Grafik bei dem Spiel? Also ich finde, von der Grafik her ist es irgendwie so, also für mich persönlich ist es im Gesamten relativ einfach gehalten, hat ein bisschen so einen Stil von so einem, von einem Anime, sagst du? Naja, also ich finde eher so wie so eine Fernsehsendung, so eine Kinderserie, die man früher mal angeguckt hat. So vom Stil her und sehr schön von den Farben und einfach ganz toll gemacht, ganz schön anzusehen. Was haben wir noch gesagt gehabt? Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, vielleicht ein paar kleine Details noch. Ich finde, was man halt sehr, sehr schön gemacht hat bei Ni no Kuni, ist, dass man wirklich auch auf Details geachtet hat. Man ist ja in der ersten Stadt zum Beispiel und die ganze Stadt hat ja Bewohner, die aus Katzen bestehen. Man hat dann zum Beispiel überall so Fischmuster oder auch in einem Dungeon hat man unten Fischmuster auf den Fliesen, die einen dann den Weg deuten. Sehr, sehr detailreich gemacht. Gefällt mir cool, auch wenn es ein bisschen einfach gehalten ist, so ein bisschen Kinderstyle. Es ist definitiv kein Kinderspiel. Ich finde es sehr, sehr cool. Man tötet auch niemanden. Also wenn man gegen Endgegner kämpft, ist es auch so, dass man niemanden direkt tötet, sondern der verzieht sich dann. Also wie zum Beispiel, da hatten wir am Anfang den Kampf gegen so einen Waldwächter, glaube ich. Der ist dann natürlich auch einfach weggegangen. Kommen wir auch nur zum nächsten Thema, und zwar die Musik. Der Soundtrack von Ni no Kuni, sehr, sehr gelungen. Ich finde es vor allem sehr, sehr faszinierend, wenn der Soundtrack mit dem Spiel im Einklang ist, weil dann macht man, sage ich mal, das Spiel an, freut sich, man erkennt Lieder, wenn man auf der Weltkarte ist. Ja, so geht es mir bei Zelda natürlich, da kennt man die Musik vom Gerudo-Tal, lauter solche Sachen, vom Kokiri Forest. Das sind halt so Sachen, die finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir da wirklich auch sehr, weil die Musik sehr harmonisch ist und passt auch perfekt zu diesem Anime-Spiel. Ich finde, wie gesagt, ich kenne dieses, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es so ein Anime, der irgendwas mit Schloss heißt, Reise ins Schloss, irgendwie sowas in der Art. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, welches ich meine. Vom Stil her finde ich es da auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja, das nächste Thema war Kämpfe, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Man konnte am Anfang des Spiels zwischen einfach und zwischen normal wählen. Wir haben beides mal ausgetestet. Ich finde, bei normal muss man sich natürlich schon bei den Kämpfen auf jeden Fall auf den Kampf konzentrieren. Bei einfach hat man es, wie der Name einfach schon sagt, sehr, sehr einfach raus. Und man kann sich in dem Sinne auch darauf konzentrieren. Man hat zwei Möglichkeiten zu kämpfen. Entweder man kämpft selbst. Das heißt, Oliver nimmt selbst die Rolle des Kämpfers, er agiert dann mit Zaubersprüchen oder mit diversen Heilungszaubern.
Oder man schickt einen Kumpanen in den Kampf. Die heißen, glaube ich, wie heißen die denn? Weißt du den Namen noch von denen? Kumpels oder... Nee, Gefährten auch nicht. Verbündete auch nicht, nein. Die kommen aus Olivers Herzen. Tja. Dir fällt es auch nicht ein, okay. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, es gibt so einen Gefährten, den man kämpfen lassen kann. Da kann man bis zu 3 Stück in seiner eigenen Party pro Charakter haben. Und denen dann auch Leckereien geben, dass man die füttert und so werden die dann auch stärker. Wie in jedem Rollenspiel kann man auch Sidequests erledigen. Das ganze Spiel baut auf jeden Fall auf einer sehr, sehr coolen Story auf. Man muss wieder Gefallen tun, man levelt, man hat Kämpfe, man hat eine große Weltkarte. Und allem muss ich auf jeden Fall sagen, damit komme ich auch in dem Sinne zum Ende des Videos, also zum Fazit. Mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Ist meiner Meinung nach das beste PS3-Spiel mit Uncharted, was ich je gespielt habe und vor allem von Rollenspielen, die ich auf PS3, Xbox oder so spielen durfte bis jetzt, gefällt es mir auch am besten, weil es mich echt gefesselt hat. Ich weiß nicht, was willst du noch zum Ende sagen? Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich finde es ein sehr schönes Spiel, eine ganz tolle Geschichte, also ganz immer so ein bisschen Witz mit drinnen und ja, wir werden es auf alle Fälle weiterspielen, denke ich. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr natürlich einfach einschalten. Falls ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Anders Jubel. Servus!